Hallo und grüezi miteinander. Mein Name ist Boris Baldinger und heute nehme ich euch mit nach Bad Ragaz. Dort treffe ich mich mit dem Christoph Untersander, der ein ganz spezielles Projekt hat. Um was es sich genau handelt, verrate ich an dieser Stelle noch nicht, aber kommt mit und ihr findet es raus. Jetzt, ich bin in Bad Ragaz angekommen und bin vom Christoph abgeholt worden. Der Christoph steht schon bereit, um meine Fragen zu beantworten. Und die erste Frage, die ich an Christoph habe: Christoph, wer bist du und was machst du genau? Ich bin der Christoph und ich bin das Gesicht hinter Holzgriff. Das sind Griffe für Kameras, wo eigentlich das Feeling von einer Spiegelreflex auch wieder auf die Kompakte bringt. Ja. Eigentlich. Ja, Holzgriff. Holzgriff. Was ist das genau und wenn und wie bist du auf die Idee gekommen, so etwas zu machen? Und warum? Ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, was ist es? Eigentlich ist es ein Ergonomie-Boost für Systemkameras. Es hat einerseits die ergonomische Komponente, eben das ist auch wieder so mit zwei Fingern, wie man sich von Spiegelreflex gewöhnt ist. Und andererseits ist es natürlich auch ein bisschen Geschmacksfrage, aber ich finde Holz halt einfach super und hat auch durchaus Vorteile. Also es absorbiert Schweiß unter anderem, weil ich tue sie nur ölen und nicht lackieren. Entsprechend kann das Holz noch atmen, was gerade in gewissen Klimabedingungen recht angenehm ist. Ja, ich fotografiere unter anderem jetzt auch schon etwa 10 Jahre und das ursprünglich eigentlich mit Spiegelreflex, also Vollformat eigentlich, habe noch analog angefangen. Und dann irgendwann ist der Schritt gekommen, auf Systemkameras. Der Auslöser, warum ich die Griffe entwickelt habe, war eine Reise auf Bali. Und dort war gerade Regenzeit. Und einerseits als Student wollte ich das Risiko nicht eingehen, um meine Vollformatausrüstung zu schrotten. Und andererseits wollte ich auch Ferien machen und nicht nur fotografieren. Bezüglich auch im Umtragen. Und dann ist eigentlich das Projekt geboren, dass eine kleine Kamera, wo ich damit das kann fotografieren, was ich will, aber wo trotzdem sich anfühlt wie eine grosse. Und dort ist der erste Holzgriff entstanden. Also du hast dann eine Idee gehabt, wo du dann nachher dann auch umgesetzt hast, wahrscheinlich irgendwie dir mal so einen Griff gebastelt hast, wo dann die Idee gegriffen ist. Was hast du genau gemacht nachher dann? Das hat durchaus auch noch ein bisschen Zeit gebraucht. Also der erste Griff hat noch ziemlich geschnitzt ausgesehen. Und der ist dann eben mitgekommen auf die Reise und hat sich dort sehr gut bewährt gehabt. Und dann hat es, was ist es etwa gewesen? Sicher ein halbes Jahr hat es noch gedauert. Und der ist halt einfach an der Kamera geblieben. Die Kamera war doch häufig im Einsatz gewesen. Und dann bin ich mal in einem Fotogeschäft darauf angesprochen worden, ob's das, also woher ich das habe und ja. Dann ist dann irgendwann der Gedanke gereift, das könnte man ja noch ein bisschen verfeinern und ja, dann hat das so seinen Lauf genommen. Was meinst du, hat seinen Lauf genommen? Was ist dort genau passiert nachher dann? Also, du hast das Gefühl gehabt, okay, ich habe ein Produkt, das man allenfalls vermarkten könnte. Hast du denn irgendetwas unternommen? Oder wie läuft das jetzt? Ja, Prototyp würde ich dem noch nicht einmal sagen. Ich hatte ja so mal einen Funktionsprototyp gehabt. Also was dann passiert ist, eigentlich die Arbeit hat angefangen. Und
dann habe ich sehr viele Fragen mal klären, als das überhaupt zu dem Punkt gekommen ist, von ich gehe raus und biete das auch für andere an. Und ja, das sind sehr viele technische Fragen auch am Anfang. Also generell sich mal damit auseinandersetzen, was heisst denn das, ein Produkt zu entwerfen, zu gestalten und zu fertigen. Und dann hast du dich dafür entschieden, das Ganze mal anzubieten. Und wie hast du das denn finanziert? Wie bist du dazugekommen, um jetzt holzgriff.ch aufzubauen und das anzubieten? Das ganze Projekt ist eigentlich sehr schlank aufgebaut. Das war für mich auch immer wichtig, weil ich im Grundsatz nicht wollte, ein Business aufbauen, sondern mir geht es um die Fotografie, mir geht es um die Freude am Ganzen. Und mir auch die Freude am Machen und am Entwickeln. Das ist so wie, für mich ist es immer auch ein Lehrstück gewesen, um mich selber auch weiterzubringen und unter anderem eben auch meine Fotografie, durch das, dass ich meine Kamera wieder noch lieber in der Hand habe. Und das beschränkt sich dort auch nicht auf Marken oder Modelle, sondern da geht es mir wirklich ums Medium, Fotografie oder Film. Das ist ein extrem gutes Stichwort, das du jetzt gerade gebracht hast. Marken und Modelle. Für welche Kameras tust du Holzgriff entwerfen und wie genau machst du das? Aktuell gibt es für eigentlich fast alle grösseren Anbieter Modelle. Das wäre Leica, Fujifilm, Olympus, Panasonic Lumix. Das sind so die bekannteren. Und dort schränke ich mich auch natürlich auf die Modelle ein, die selber ergonomisch nicht so top sind. Also nicht, um da jemandem auf die Füße zu stehen, die haben alle ihre Gründe dafür, aber du hast jetzt da nichts heiß in der Hand. Für die ist das weniger spannend als zum Beispiel ein X-T2 oder gerade ein Leica, der gar keine Griffrille oder so hat. Die Entwicklung ist eigentlich, das war eine grosse Arbeit am Anfang gewesen. Im Endeffekt musst du sie in die Hand nehmen. Du musst sie in den Finger haben und merken, passt das so mit dem Griff. Ich habe dann verschiedene Kriterien entwickelt, wie ein Griff eigentlich immer etwa gestaltet ist. Also hat eine Bodenplatte und einen Griff, das ist auch das Thema. Also es aus einem Stück Massivholz gefräst ist. Aber die einzelnen Masse, da habe ich Kriterien entwickelt, die dann eigentlich angewendet werden für jedes einzelne Modell, dass die Griffe auch eine gewisse Konstanz und Benutzbarkeit haben. Also die sind nicht einfach aus dem Blauen raus, aber halt jede Kamera hat ihre Eigenheit, zum Beispiel Olympus dort bei ihrem Modell die Gewindbohrung ziemlich weit vorne im Gehäuse und entsprechend muss man dann halt reagieren, dass das auch umsetzbar ist. Ja, eigentlich muss ich jedes Modell mindestens einmal gesehen haben, also wirklich physisch. Dann scanne ich die Kameras 3D scannen und mit dem kann ich dann einerseits digital arbeiten, aber für mich auch ein sehr wichtiger Punkt, wirklich mit der Kamera gehe ich nicht so gerne in die Werkstatt und staube rum. Ich drucke dann das Modell 3D, drucken, dass ich nachher wirklich in die Hand nehmen kann, wie sich das anfühlt dann mit dem Prototyp, den ich der erste mache. Und nachher ist einiges an Computerarbeit, halt CAD und nachher Cam auch für zum Fräsen. Und dann letztlich ist es dann doch auch die Handarbeit. Also gerade im Prototyp ist viel Handarbeit, wie müssen die Griffrille sitzen, dass das angenehm ist. Und ja, das ist eigentlich so der Prozess. Sehr cool, sehr spannend. Die 3D-gedruckten Modelle mal zu sehen und in der Hand zu haben und zu sehen, wie du schaffst, ist absolut genial. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, und zwar, du hast jetzt gerade das Studium abgeschlossen, hast du mir gesagt. Wie geht es weiter? Was sind deine Ziele mit Holzgriff? Hast du irgendwie noch einmal schon konkrete Pläne? Ja, eben, Abschluss ist immer ein Anfang von etwas Neuem und in meinem Fall heisst das Projekt aufarbeiten und Holzgriff ist eines davon. Ich will jetzt da wieder mehr investieren und Gas geben. Jetzt kommen dann sicher auch wieder ein paar spannende Kameramodelle auf den Markt. Und unter anderem so Sachen wie jetzt mit dir, die ich auch gerne mache. Also das, eigentlich geht es mir um einen engen Kontakt auch mit den Leuten, die es nachher wirklich anwenden. Weil das Produkt, das nur einfach entworfen, gestaltet, hergestellt wird, dass es eben verkauft wird, macht keinen Spass für mich. Und darum geht es mir auch um die Geschichten, die damit entstehen, durch die Anwendung. Sehr cool. Danke vielmals für den sehr coolen Einblick, den du uns da hast geben. Ich denke, wir schauen uns jetzt doch auch mal ein bisschen an, wie der ganze Fertigungsprozess aussieht bei dir, weil, soweit ich weiss, ist alles handgemacht von dir, mehr oder weniger. CNC gefräst und nachher ist alles von mir wirklich
handbearbeitet. Das schauen wir uns doch jetzt mal an.